Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdoms of Amalur. Ja, gleich mal wieder eine Schnellreise machen, um den Ring wegzubringen. Oh, hier ist noch irgendwas. Da. Ach so, wieder Ohrringe sammeln. Mit dem Blitz, das ist echt cool. Jetzt nicht so viel Straße sehe, aber ist er. So, und ich bin schon wieder so.
Nein, der war schon. Der war schon echt ein Gegner. Aber auch nur, weil ich die Dingens nicht hatte. Das Schicksal. Bis die Natur eines Abends ihren Weg änderte und Gutflow wie ein zerrissener Faden, der aus dem Gewebe hängt, die Krone von Martons Haupt nahm. Ein Scherz, sagte er. Ein Scherz! Und der Hof schüttete sich aus vor Lachen, denn Gutflow war oft wie die Nachtigall, mit vielen Rufen, doch nie einem eigenen. Er setzte die Krone auf sein Haupt und zog lächelnd ein blutrotes Schwert. Mit einem Hieb seiner neu gefundenen Freiheit verriet er die Feien. Ranhil. Okay, wir müssen nach rechts. Die Truhen sind mir einfach mal egal. Ich bin zwar eigentlich voll der Looter, aber manchmal muss auch ich sagen, es reicht. Elfenwalker, toll. Noch nerviger. Schicksal für den Notfall. Ich glaube, wir müssen. Okay, dann müssen wir ja da lang. Na, diesmal mal kein Borker. Die dabei lachen. Haben die auch. Einfach den Ring hinlegen. Das habe ich eigentlich erwartet. Also Bargäste. Das ist nicht so schlimm.
komm, die Kiste nehmen wir nochmal mit. Hier runter. Zack. Da ist ein Blut. Beeindruckend, nicht wahr? Hier wurde der große Niskaru Balor beschworen. Danke, dass ihr den Ring in die Höhle gebracht habt, Sterblicher. Alaia wird wissen, dass ich ihr treu bleibe und noch immer auf sie warte. Okay, leb wohl, bereit dafür. Interessant. So, ist er tot? Warum kann der jetzt nicht nochmal wiederkommen? Ich würde den gerne nochmal töten. Gut. Erledigt. Greyfell-Turm. Gedenken. Zur älteren Tür zurückkehren. Müsste ich jetzt auch mal gucken, wo das war. Melchenshire. Mann, ich kann das nicht aussprechen. Melchenshire. Ich glaube, genau so wird es ausgesprochen. Ja, ist so gut jetzt. Ich werde ja ganz rot. Ein Tagebuch? Lass mich sehen. Dieses Buch könnte dem Mann gehören, der mein Leben gerettet hat. Er spricht von einem Bruder an einem Ort namens Eisbruchküste. Vielleicht werde ich dorthin reisen und diesem Mann sagen, wie sein Bruder starb, wenn dieser Krieg vorbei ist. Ich danke euch, Held. Dieses Buch hat mir ein wenig Frieden verschafft. Das war einfach. Tja, versuchen wir es mal, ne? Würde ich sagen. Das ist eine uralte Quest. Das ist, ich habe mal so, ich war mir nie sicher, ob ich das machen soll. Aber da es ja scheinbar keinen anderen Weg gibt, würde ich es jetzt einfach mal erledigen. Und so langsam habe ich auch mehr Kontext. Also, die will halt die Feinde umbringen. Das ist jetzt nicht so gut. Aber es ist natürlich jetzt morgens. Toll. Ach, diese Quest. Weißt du, ich lasse die einfach. Wir könnten das eben machen für den Rest der Folge. Dann haben wir das auch. Thank you.
tretet beiseite. Ihr seid so süß. Es ist immer wieder wundervoll, euch zu sehen, Liebster. Wenn es das ist, was ihr wollt... So. Ihr seid zurück? Ja, aber ich muss erstmal zu der Feste. Oh, er ist drinne, okay. Schön. Einige Monster haben mich von dem Schiffswrack verjagt, bevor ich mit der Beute entkommen konnte. Es ist alles verpackt, ihr müsst es nur noch abholen. Seid vorsichtig. Bin gespannt, wie es aussieht. Wow. Genauso wie auf dem Ladebildschirm. Was haltet ihr davon, Herr? Nichts hat sich je so weit dem Himmel angenähert. Ich habe nach Mypha Ronven geschickt, meiner Freundin aus Trostkap. Sie ist bereit, als eure Gesandte im Ausland zu fungieren. Wenn ihr ihre Dienste benötigt, findet ihr sie in der Botschaft. Herr, nun, da euer Thronsaal bereit ist, habt ihr die Gelegenheit, euren Untertanen wirklich zu helfen. Wir geben bekannt, dass ihr in Zeiten, in denen ihr auf eurem Thron sitzt, immer ein offenes Ohr für Bittsteller habt. Ihr könnt nach Gutdünken Urteile fällen oder Hilfe anbieten, und eure Untertanen werden es euch danken. Wiedersehen. Hm. Interessant. Gleich mal ausprobieren. Ich bin auf der Suche nach einer Freundin, die auch an Bord unseres Schiffes war, als es sank. Ich bin sicher, sie lebt noch, aber ich kann sie nicht finden. Ihr Name ist Schwester Kiana. Könnt ihr sie für mich suchen? Ich weiß nur, dass der Bug des Schiffs abbrach, als wir uns der Insel näherten und nach Westen abtrieb. Lyria, sei Dank. Ich habe gesehen, wie der Bug des Schiffs an der Westküste der Insel vorbeitrieb. Ich bete, dass Schwester Kiana überlebt hat. Okay, anscheinend gibt's hier noch richtig was zu tun. Schüchtern. Okay. Der mir das so ganz geil ins Ohr gehaucht hat. Verunsichert mich ein bisschen. Nicht so schüchtern. Wer seid ihr? Herr? Es ist mir eine Ehre, der Greyfall-Feste als Gesandte zu dienen. Ich danke euch für euer Vertrauen. Fangen wir ohne viel Aufhebens an.
Wenn ihr es wünscht, breche ich auf eine diplomatische Mission zu unseren nächsten Nachbarn jenseits des Meeres auf. Sollen wir anfangen? Wenn ihr mir einen Auftrag erteilt, breche ich umgehend auf, um eure Botschaft oder Geste zu überbringen. Ich komme erst zurück, wenn mein Auftrag erledigt ist. Nach meiner Rückkehr erstatte ich euch hier Bericht. Unsere drei nächsten Nachbarn sind die Dwerga auf der Obsidian-Insel im Nordwesten, die Varani aus Schaumgrund im Südosten und die Yosalfa der Eisbruchküste im Südwesten. Ihr könnt mich in ihre Hauptstädte entsenden. Aschengrund, Fort Olkorn und Renlock. Freundlichen Nachbarn kann ich Tributzahlungen anbieten oder Geschäfte vorschlagen. Wir können aber auch Geschenke einfordern und Bündnisse eingehen. Feindlichen Mächten kann ich den Krieg erklären. Wir können aber auch Raubzüge durchführen oder Kriegsbeute einsammeln. Außerdem habe ich Erfahrung auf dem Gebiet der Spionage. Wenn es um Geheimaufträge geht, bin ich also genau die Richtige. Interessant. Mit wem sollen wir diplomatische Beziehungen knüpfen? Die Dwerga sind geradlinig und ehrlich. Sie gehen jeden Handel ein, der ihnen einen Vorteil verschafft. In Aschengrund gibt es nur drei Themen: die See, den Handel und Bier. Auf welche diplomatische Mission wollt ihr mich dort schicken? Welchen Umfang soll mein Handelsangebot haben? Ausgezeichnet. Das müsste unsere Beziehungen festigen. Ich bin morgen wieder da. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Okay. Wow. Das wird jetzt hier doch mehr, als ich dachte, ehrlich gesagt. Heute ist ein wunderschöner Tag. Paddy hat bei seinem letzten Bau einige alte Gemälde gefunden. Sie sind alle ziemlich beschädigt, aber ich glaube, ich könnte sie mittels magischer Farben restaurieren. Dafür müsstet ihr allerdings einige Monster für mich töten. Wisst ihr, meine magische Farbe saugt die Essenz der Bestien auf, wenn sie sterben. Dadurch kann ich nicht nur die Gemälde rekonstruieren, sondern sie erhalten auch magische Eigenschaften. Ein kleines Geschenk, das ich von einem Gnomen-Scholar erhalten habe. Sie fangen die Essenz von Bestien auf, wenn diese in der Nähe getötet werden. Der Gnom sagte, sie seien noch experimentell, aber bisher funktionieren sie bestens. Nun, das erste Gemälde scheint eine Art Höhle darzustellen. Es dürfte interessant sein, was dabei herauskommt. Dafür müsst ihr einige Murgan und Skaffs töten. Bringt mir die Fläschchen zurück, sobald sie die Farbe gewechselt haben. Auf bald. Okay, gut. Das ist nicht der erste Auftrag, den wir haben, der so ähnlich ist. Ich finde das so krass, dass wir jetzt noch so viele Aufgaben bekommen. Ich hätte gedacht, ja gut, da wird die Hütte jetzt fertiggestellt, vielleicht noch ein, zwei Quests und fertig. Aber coole Nummer. Also, wir könnten die nächsten Folgen tatsächlich noch ein bisschen auf dieser Insel verbringen. Wird sich zeigen. Frage ist halt, wie endlos ist das, ne? Gerade so, wenn ich immer mich so auf den Thron setze, ob die Dinger überhaupt ein Ende haben. Ich bin froh, dass ich endlich wieder Tiere dressieren kann. Es behagt mir nicht, noch einen Begleiter zu... Wollt ihr mehr, müsst ihr einen eurer aktuellen Begleiter freilassen. Der Bug ist... Wollt ihr einen großen oder einen kleinen Begleiter? Einen schönen Tag. Ich bin froh, dass ich endlich wieder Tiere dressieren kann. Zwischen euch soll ich einen Begleiter für euch dressieren. Wollt ihr einen... Denkt daran, dass ich immer nur drei Begleiter halten kann. Je größer... Was hättet ihr denn gern? Ihr habt nicht genügend Fisch. Ich kann kein Bären dressieren. Gebt auf euch auf. Also, das macht Sinn. Schön euch zu sehen. Gehen wir mal hier noch rein.
Denkt ihr, die Kriegsgeweihten nehmen mich zurück, nachdem das Schiff, das ich beschützen sollte, gesunken ist? Danke für das Gespräch. Gerne, gerne. Das ist die Rüstkammer? Fragezeichen? Könnte sein. Ganz nett. Noch drüben hin. Oh, hi. Willkommen in der Bibliothek der Greyfall-Feste. Sie ist noch schöner, als ich gehofft hatte. Ich bin gerade erst angekommen und bin schon wieder ich selbst. Ich habe nachgedacht und finde, wir sollten unsere Sammlung erweitern und uns meine umfassenden linguistischen Fähigkeiten zunutze machen. Seit ich hier bin, habe ich schon einige in alten Sprachen verfasste Bücher gefunden. Ich vermute, auf der Insel warten noch weit mehr Bücher darauf, entdeckt zu werden. Solltet ihr noch mehr solche Bücher finden, bringt sie mir. Ich werde sie mit Freuden für euch übersetzen. Ich spreche ein halbes Dutzend Sprachen und kann doppelt so viele lesen. Das Buch, das ich nicht übersetzen kann, muss erst noch erfunden werden. Meine ersten Tage auf der Insel waren aufreibend. Also habe ich mir die Zeit damit vertrieben, die Gegend um das Lager zu erkunden. Bei einem meiner Ausflüge fand ich ein erstaunlich altes Buch, das in einer unbekannten Sprache verfasst war. Die Übersetzung dieses Buchs hat mir geholfen, nicht den Verstand zu verlieren. Wenig später fand ich ein weiteres Buch. Und dann noch eines. Mir ging es zwar immer noch lausig, aber wenigstens kam mein Verstand wieder in Gang. Ich liebe es, Bücher zu übersetzen. Bringt einfach alle Bücher zu mir, die ihr findet. Ich bezweifle, dass ich länger als einen Tag für die Übersetzung brauche. Und ich hatte gerade angefangen, mich zu langweilen. Ich glaube nicht, dass ich länger als einen Tag für die Übersetzung brauche. Wir sehen uns. Okay, die brauchen in der Regel immer einen Tag. Das ist dann also die Bibliothek. Gut, Quests, Erkundungsmission, zurückgelassene Beute holen, zum Beispiel, können wir das machen. So, dann würde ich hier rausgehen und mich für diese Folge verabschieden und hoffen, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin.